So, jetzt habe ich noch Hallo, Huhu nach da draußen. Ja, draußen ist es etwas, ja, sagen wir mal, unwetterartig. Ich habe ihn geflohen und denke mir irgendwie, kannst du auch drin sein und ein tolles neues Spiel zocken. Mal schauen. Mal schauen mal ein bisschen rein in Swansong. Heute erschienen. Und ja. Hab ein bisschen gerade schon hier geguckt, irgendwie, wie das Ganze aussieht und ob sich das überhaupt machen lässt. Hallo XP, hallo zusammen. Ungewohnte Streaming-Zeit für den Koala, nicht wahr? Und auch ungewohnte Art. Aber wir bleiben dem Rollenspiel treu. Und Vampire gab es ja lange nicht hier. Mal schauen, ob die Charaktere genauso cool sind wie aus unserer Pen and Paper-Runde. Quintus, hallo. Grüße dich. Schön, dass du hergefunden hast. Ja, gucken wir mal, was es hier in im Swan Song so gibt. Ich bin noch nicht sonderlich bewandert in Computerspiele streamen. Also seht mir nach, wenn ich hier einiges Komisches zum Einstellen habe. Aber wir lernen zusammen. So, und ich denke, das Spiel ist aber auch gar nicht so kompliziert, dass man da irgendwie großartig irgendwie was machen müsste. Okay. Gucken wir noch mal rein. Ich habe hier gesagt, hier schon einmal kurz angeteasert, wie das Ganze funktioniert. Aber wir starten zusammen ein neues Spiel. Neues Spiel. Okay. Die Vampire befinden sich unter uns. Das wissen wir schon. Ohne dass wir es wussten, haben wir ihre Städte gebaut, ihre Kriege ausgetragen und ihren Hunger gestillt. Jawohl. Seit Jahrhunderten haben sich diese Kreaturen in rivalisierenden Sekten organisiert, von denen die Camarilla die größte ist. In ihren Domänen setzen die Höfe der Camarilla die Maskerade durch. Eine globale Verschwörung, mit der die Existenz von Vampiren vor der Welt der Sterblichen verborgen werden soll. Wer gegen die Maskerade verstößt, wird zum endgültigen Tod verurteilt. In Boston gehen sich die Fraktionen der Vampire schon lange gegenseitig an die Kehle. Nach zahlreichen Konflikten hat der neue Prinz Hazel Iverson nun einen brüchigen Pakt mit einer Gruppe Blutmagier geschlossen, die als das Hartford Guildenhaus bekannt sind. Ob das so eine gute Idee ist, um Konflikte zu vermeiden. Diese Allianz soll nicht nur Stabilität in die Domäne bringen, sondern dem Prinzen auch den Handel sichern. Also das Schmuggeln von Blut und sterblichen Opfern, die der Vampir-Elite zu Diensten sind. Heute Nacht feiern die Untoten. Soll ja vorkommen. Get this going. There, ready. We're all set. Now, to begin, tell me, what do you see? Try this. Focus on your vision. Ich glaube, ich muss gleich das Spiel mal einen Ticken lauter machen.
Wie ist das für euch da draußen? Könnt ihr mal Rückmeldung geben? Did you feel it too? Take your stuff. We're getting out of here. We've got a problem. Call them back. It's the Prince. We must go quickly. Gemächer des Prinzen, 23 Uhr. Come on. Damn it. Hurry up. Calm down. Maybe it has nothing to do with the party. You know full well I was in charge of it. If anything goes wrong, it's my head on the chopping block. Fuck! Damn it! It took Hazel months to convince the Hartford Chantry to ally themselves with us. So they finally accept, and then bam, a code red. There's never been a code red in Boston, damn it! This has gotta be bad, MM. Dialog. Fähigkeiten. In Dialogen erfordern manche Antworten den Einsatz von Fähigkeiten. Aha, okay. Deine Fähigkeitenstufe wird mit der deines Gegners verglichen. Der höhere Wert gewinnt. Fällt der Wert einer Fähigkeit auf 0, kannst du sie nicht nutzen. Okay. Warum sollte die auf 0 fallen? Jetzt vom Rollenspiel her nicht. Mal gucken. Willenskraft. Der Einsatz seiner Fähigkeit verbraucht Willenskraft. Okay, sicher. Gewinnt dein Gegner, erhältst du am Ende des Dialogs Willenskraft. Okay, man kriegt also auf jeden Fall was, auch wenn man mal was verliert. Das ist schon mal gut. Sorakur meint, das Ganze ist super. Ja, dann lasse ich das gleich. Ich mache es vielleicht doch ein Ticken lauter. Mal gleich mal gucken. Ich habe irgendwie das Gefühl, so vom Ausschlag her ist meine Stimme deutlich lauter als das Spiel. So. Gerade auch nochmal hier irgendwie ticken. So. Nochmal hier Einstellung. Das Ganze mal ein Ticken lauter. Achso, muss man länger drücken. Alles klar, gut. It's not like you had anything to do with it. I'm sure. You don't get it. Schlimmer so, Sorako, oder ist es besser? But security is Jara's problem. Yeah, normally. Except Jara is a member of the Primogen. I'm not. But you're a harpy. The prince will cover you. You know she's always looking for an excuse to take him down a notch. We'll see. What do we do next? When everyone's safe, we move on to phase two. We clean house. Okay, also die hat irgendwas zu tun mit Festivitäten. Also unsere Aufzugsgenossin hier, oder wer auch immer das jetzt sagt. Okay, und irgendwas ist passiert und es wurde ein Code Red ausgerufen. Und anscheinend, ja, was ist ein Code Red? Das interessiert uns doch jetzt irgendwie, ne? Man hört dich auch noch, wenn du rüber redest. Der Brief. Super. So muss es sein. Okay. Interessiert euch auch, was ein Code Red ist, ne? Gucken wir mal. Did you say this is the first Code Red in Boston? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for 4 years now. They took away our internet access.
our smartphones? It's called risk mitigation. Ah, also V5 Lore? A code red is an alarm signal that's sent to everyone to say, watch out, we're all in danger. And everyone runs to shelter at the nearest safe house. For us, it's with the Prince. It could have been worse. I'd have preferred worse. You're not even listening to me. What do you mean by we clean house? Oh, ich habe schon wieder. Getting rid of our archives, our documents, anything that might betray our network and relationships. Wann hast du zum letzten Mal einen Gaming-Stream gemacht? Ich habe irgendwann mal Gloomhaven gespielt vor einem Jahr oder so. Also, ich habe noch nie wirklich Gamings gemacht hier. Also. Eigentlich ist es ein reiner Pen-and-Paper-Stream. Genau. Einen entspannten Koali-Gaming-Stream. Ja, ich weiß nicht, ob das so entspannt ist. Mal gucken. Ich habe eigentlich relativ wenig Zeit, um sowas regelmäßig zu machen. Aber jetzt habe ich gerade mal die Zeit, weil der Kleine schläft. Und dann dachte ich mir, nutze mal die Möglichkeit doch mal. Mal gucken. Wenn ich Zeit habe, mache ich das mal öfter. Morgen gibt es auf jeden Fall noch einen Gaming-Stream, aber nicht mit dem Spiel hier, sondern mit einem Virtual Novel mit dem DSA-Universum. Da freue ich mich schon drauf. Ist auch ein bisschen so Übung hier heute. Okay. What comes after Phase 2? Just pray that it never comes to that. Come on, tell me. We run. We leave everything behind and we go into hiding. As far from here as we can. There's no way I'm leaving Boston. Everything I have is right here in this city. It took me years to build my clubs. I've worked too hard to give it up now. You won't have a choice. I know you hate coming here. Are you gonna be all right? What do you think? I know how to behave, Jay. Yeah, I know. Just keep your cool and it'll be fine. Ah, my little darlings. You're here at last. The fear that something horrible had happened to you terrified me. No call for theatrics, April. The prince asked to see you as soon as you arrived, Amim. I wouldn't dilly-dally if I were you. As for you, Journey, someone's triggered a code red. If anything has happened over there, I'll hold you personally responsible. Okay. Spannender Look von dem Charakter. Dialog. Disziplin. Vampire haben übernatürliche Fähigkeiten, die sie von ihrem Clan vererbt bekommen. Disziplin. Einige Disziplinen können in Dialogen verwendet werden. Wie bei Fähigkeiten gewinnt auch hier die höhere Stufe. Nicht allen Vampiren stehen auch alle Disziplinen zur Verfügung. Okay. Manche Sterbliche können über gewisse Kräfte verfügen, doch die meisten von ihnen können sich gegen Disziplinen nicht schützen. Der Einsatz einer Disziplin generiert Hunger. Das ist klar. Wir scheinen hier momentan mittelmäßig hungrig zu sein. Hunger hat einen Wert, der nicht überschritten werden kann. Das schränkt den Einsatz der Kräfte des Vampirs ein. Vampire, die ihren Hungerlimit erreicht haben, können die Kontrolle verlieren und den nächsten Sterblichen anfallen und von ihm trinken. Mhm. Sollte man vermeiden.
Okay, wir haben Präsenz, das heißt, wir sind entweder Brucha oder Toreador. Ich denke mal eher Toreador, so wie sie aussieht. So, überzeugen. Aber das Spiel will, dass wir auch eine Disziplin einsetzen. Machen wir das so. Fehlschlag. Wuhu. You know, back in the day, nobody could bat an eyelash without you knowing about it. You must know exactly what Jay is being blamed for, don't you? MM. My dear MM. I adore you. Really, I do. But darling, please, you're way out of your league here. This alliance with the Hartford Chantry is crucial. The prince is on edge. We can't get through to anyone over there. What does this have to do with Jay? She was in charge of the whole thing, for goodness sake. Listen, both of you. From now on, I don't want to hear another word out of either of you. The prince is furious. Journey, you're coming with me. I don't see why. And as for you, Hazel wants to see you. Right now. Also es bestätigt sich das, was ich schon gedacht habe. Wir sind ein eher jüngerer Vampir. Also von unseren Kräften noch nicht sonderlich stark. Und da hat uns eben jemand mal aufgezeigt, Junge, Küken, pass mal auf. So nicht hier. It's gonna be a long night. Total unauffällig hier übrigens, so ein also, ne, steht überall, also so. Miss Lewis, welcome. Oh, danke, ja. Ich denke mal, hier kommen eh keine Sterblichen rein, ohne dass die davon wissen. Also ich denke mal, das hier sind, diese Diener sind wohl auch irgendwie Sterbliche. Ghule wahrscheinlich oder so. Mit dem kann ich schon mal nicht mehr reden. Yes, Miss Lewis. Immerhin wissen Sie meinen Namen. Das ist schon mal gut. Like a toreador. Letters etched in bold right upon her teeth. What about that bearded guy? Was ich gesagt habe, ne? Dejan Siaka. A Tremere warlock, then? Keep him at a healthy distance. With a sideward glance, he could make the blood in your veins boil. Is court attendance usually this sparse? Okay, wir haben einen zweiten unserer Charaktere hier kennengelernt. Der scheint ein bisschen mehr Bescheid zu wissen. Woher soll ich denn wissen, ob wir normalerweise zahlreicher sind? Keine Ahnung. Ich kenne das eigentlich gar nicht. Alle hätten auf der Party sein müssen? Keine Ahnung. Ich rede zu viel. Echt mal. Als Maul. Don't talk too much and never talk about yourself. You don't trust anyone, do you? Not anyone here. And you'd be wise to do the same. I'd hate to be Caius right about now. Why? He's second honcho of house security. This promises to be a busy night. I know what you mean. It's one thing to have been told that the Nosferatu don't age well. It's another thing to see it for yourself. It's by no fault of their own. Do you think you'll be able to ask the prince tonight if you can embrace me? No. Now is no longer the time. And he is your child,
Mr. Beryl Underwood. Hat das Spiel auch Action-RPG-Elemente wie der erste Teil? Also, es gibt keinen ersten Teil davon. Also, was du meinst, ist wahrscheinlich Vampire the Masquerade, hieß es noch, Bloodlines? Das ist kein direkter Nachfolger von Bloodlines. Das ist ein eigenständiges Spiel, was halt die Lizenzen von dem vom Vampire the Masquerade hat. Ich denke eher, wenn du das kennst, dass das Spiel so ein bisschen ist wie Detroit Become Human. Und weniger wie Bloodlines. Bloodlines 2 soll ja auch irgendwie, keine Ahnung, Ende dieses Jahres oder so kommen. Und ja, anscheinend wird man hier wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Wir müssen dann nicht nur einen Charakter, sondern direkt zwei hier spielen. Ich glaube, es kommt sogar noch ein dritter dazu. Wenn ich ich habe versucht, mich von Spoiler frei zu halten, aber ein bisschen was hat man ja schon mitbekommen. Und ich fand das gerade ganz passend, dass wir anscheinend hier unserem Ghoul, weil wir haben ja von ihr getrunken am Anfang, fand das ganz passend, dass wir dem Ghoul erstmal sagen, hier beim Prinzen, hier wo die ganzen anderen Vampire sind, halt erstmal halt die Klappe. Schon sehr, sehr passend. Also wenn ich jetzt wissen, ich weiß nicht, was er für ein Clan ist, ich würde mal tippen, aufgrund seines Erscheinungsbildes und seiner Arroganz in der Stimme könnte er ein Ventru sein. Aber mal gucken. Das ist halt immer so ein. Deswegen mag ich Rollenspiele im Computer nicht so gerne, weil man. Woher soll ich denn wissen, ob er ein Finanzhai ist? Mitglied der Erstgeborenen. Aber wir haben ihr gerade beigebracht, wir reden hier nicht über unser Wissen so viel, deswegen. Never forget that the court is a chessboard. We are monsters. And we sacrifice pawns. If you want to be a major piece, then behave accordingly. But. Nothing can happen to you here. We're in the prince's house. She must be finished by now. Wait for me. This won't take long. It's out of the question, MM. I won't let her get away with this. All right. Calm down, Dijon. Where's Journey? What's it to you? Don't start with me. She was in charge of the party. She has to take responsibility for this. Leave her out of it. It's too late for that. Don't waste your time covering for her. She's not a kid anymore. I haven't heard from my child, and no one's able to get through to them over there. Ich mag seinen Kleidungsstil. Go on, then. Go and save Imani and stop wasting your breath. There are rules. Need I remind you? We're all stuck here. You're such a good boy. You'll never change. Dijon! What? Oh, come on, Hilda, she needs to grow up. Leave us. I don't need your help. Hatte sie dann Tattoo? Ma'am, please, am Hals, ne? Stop calling me that. I was worried about you. You still haven't moved on, have you? You're always getting in my way. Lower your voice. People are staring. Okay, Fokus. Fokus ermöglicht dir das vorübergehende Steigern einer Fähigkeit um eine oder zwei Stufen. Okay. Je mehr du deinen Fokus steigerst, desto höher sind die Kosten für die Willenskraft. Auch okay. Damit du sie fokussieren kannst, muss eine Fähigkeit einen Mindestwert von einem Punkt aufweisen. Okay. Disziplin oder Kenntnis kannst du nicht fokussieren. Okay, das ist so ein bisschen wie im Rollenspiel, dass man kurzzeitig Boosts bekommen kann. So Fokus. Wie mache ich das jetzt? Okay.
Ihr wärst ein Unentschieden. Ah, okay, jetzt mit dem Mausrad muss ich was machen. Alles klar. Okay. Sind die Stufenfähigkeit, Disziplin identisch? Ist das Ergebnis Konflikt ungewiss? Die Siegeschancen lassen sich durch Boni Mali im Austausch Erfahrungspunkte beeinflussen. Okay. Ich will was über den Code Red wissen. Na. Ach, die kann auch noch mal. Okay, alles klar. Deine Gegner können auch Fähigkeiten fokussieren. Im Gegensatz zu dir ermöglicht ihnen das Fokussieren lediglich das schrittweise Steigern einer Fähigkeit. Okay, die können halt höchstens einen höher. Okay. Spielerverhalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner fokussiert wird, durch einen Prozentwert dargestellt. Je aggressiver du bist, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Gegner ebenfalls fokussiert. Okay. Aber anscheinend ist sie wohl auch jemand etwas älter, weil die Fähigkeitsstufe 3 ist schon wahrscheinlich relativ gut, ne? Do you know what this code red is all about? You're in the Primogen. You must know something. Okay, Primogen noch, okay, alles klar. Wir Primogen abziehen. That's all I know. Who's that? Jason Moore. Don't you remember him? Sehr passend, dass es nicht geklappt hat. He's the human who manages our interests when the sun comes up. He handles our assets, errands with the banks. What does he have to do with this? I don't know. It now seems that Miss Hazel Iverson, the mighty Prince of Boston, is no longer on speaking terms with the Primogen. As if now were the ideal time. She asked to see me. Do you know why? My best guess is that she'd like to talk to you about Journey, of course. I always warned you that girl was trouble. Yeah, sure. I've gotta go. Hazel must be upstairs. I'd better hurry. Hallo Larendil. Ja, das Spiel ist schon draußen. Seit heute. Seit ein paar Stunden. Ich glaube seit 5 Stunden. Um 10 Uhr konnte man, glaube ich, downloaden. Ja, und Das ist also ein Primogen. Denk mal, ist auch unser Primogen nach dem Dialog-Ding, was wir vorher hatten. Ja. Alle wählen die liebe Antwort, Koali macht direkt Roleplay. Das ist doch ein Rollenspiel, Mann. Mein Gott. They've all got such long faces. So, wer ist das hier? Ma'am, we haven't seen you here in ages now, have we? Chancellor Drury is not here. Ich will was über diesen Code Red. Let's holster our weapons. I'm only here because of that goddamn Code Red. Blunt and to the point as usual. With a bit of luck, your suffering will be over soon. How's business these days? Why? You want to invest? Don't tempt me. Wenn wir schon mal hier unter Primogen sind, ne, wollen wir direkt mal ein bisschen hier Geschäfte machen. Meine Clubs sind nicht profitabel genug für ihn. Also, ey, Toreador-Clubs, die können nur profitabel sein. An was ist der interessiert? Torik. Aber der ist, guck mal, wie krass gut der ist. 20%. Und wir haben kaum noch, wir haben nicht so viel Willenskraft, also, das wird nicht funktionieren. Wir müssen. Vielleicht wollen wir ja auch gar nicht mit dem irgendwie interagieren. Der ist ja auch ein bisschen alt und so, ne? I'm shocked to think you put so much as a penny into one of my clubs. They don't bring in enough for your taste, Beryl. You're right. I'm not interested in them. Now, if das ging ja schnell. Oh ja, ich hab sowieso kein Interesse an. Ist klar. War ich auch laufen lassen? Rinden oder sowas? Mal gucken, guck mal. Controls. Oh, Auspacks, ja. Left, Shift. Schande, ey. Ich um Computersteuerung, ne? Also.
Left Shift. Ich habe schon mal irgendwie Verrenkungen auf meiner Hand hier. Do you know anything about the party? Nothing you don't already know, Mary. Wer ist denn er? So. Shitty night. Lazarus. Okay, der will überhaupt nicht mit uns reden. Der redet ja auch gerade mit der Primogen, da würde ich auch nicht mit mir reden wollen. Gehen wir mal zum Prinzen, würde ich sagen. Immerhin wollte der Prinz uns sehen und nicht den Primogen. What a shitty night. Hazel must be pissed. Was hat sie denn eigentlich jetzt damit zu tun? What the hell could she want with me? Aber das werden wir wahrscheinlich gleich rauskriegen. Irgendwie Code Red und dann irgend so ein Newborn Toreador gerufen. Die Neonates müssen sie wieder alle ausbaden. Ja genau, Larendil ist ein anderes Spiel. Das habe ich aber gerade schon mal erklärt, aber vielleicht warst du da noch nicht da. Pictures again? My caviana. You're not going back to the Institute, are you? No, don't fret. I'm gonna stay here with you now. Ich hasse my caviana. I don't like it when Richard takes you away. He's my psychiatrist. He's helping me so I can be with you. Mom has a little trouble sometimes, remember? I see things that haven't happened yet. And I forget others. Yes, I know. And you have to slumber so you can rest all alone sometimes. But 3 years was too long. Okay, sie war 3 Jahre weg. Hatte nichts mitbekommen. Ja, macht ja nichts, macht ja nichts. Okay, wir sind mal Kavianerin, die 3 Jahre lang weg war. Vielleicht 3 Jahre Starre oder so, keine Ahnung. Die ständig Visionen hat, instabil ist. Klar, mal Kavian. Und wir haben ein Kind, was ziemlich jung ist und uns in diesem Alter nach 3 Jahren wiedererkennt und mit uns interagiert. Ich denke mal nicht, dass das, entweder ist das Kind auch Vampir, das wäre ziemlich heftig, oder da wir ein Malkamianer sind, ist das Kind nicht echt. Seemed like an eternity without you. I missed you too, Mom. I need my sweet little monster. Mom? What's going on? Why does everybody look so upset? I think something serious is happening. I'm worried. I still haven't seen Richard. I looked for him so he could explain, but he can't be found. So what do we do now? I was told to wait here because Hazel wants to see us. There are grown-ups coming, and your mother needs to talk to them. Oh, then I'll go hide, because grown-ups talk to me too much. If you want, sweetie. But don't wander off. Go on. Show me what you do to make sure no one spots you. Okay, here I go. Called it. Oh, hallo Vagi. Das Spiel sieht schick aus dafür, dass es von so einem Indie-Label ist, ne? Ja. It's been a while. Hey, MM. Jetzt auch nicht super mega krass, aber ordentlich. Just tonight. Hazel wanted to see me. Gute Besserung übrigens, Berg. Ich habe auf Twitter gelesen. That or she's a major drama queen. Okay.
M ist nicht klar, wie ernst die Lage ist. Sie sollte dem Prinzen mehr Respekt zeigen. Also Drama, den Prinzen Drama Queen zu nennen im Beisein des Ventru, tut mir leid. I know that you knew her before, but she's the leader of Boston now. You owe her respect before everyone and in every circumstance. She is your prince. Are you lecturing me? First Ilaka, now you. Why won't anybody give me a break tonight? Maybe you asked for it. Or maybe if you behaved in a manner more appropriate to the circumstances and our setting, then you'd better understand why everyone is so nervous. Nicht die Malkavianer so bashen. Ja, die Malkavianer hier haben jetzt wieder eine Chance, mich zu überzeugen, dass sie sinnvoll sind. Alles gut, alles gut. So, also die Toreador regt sich auf, dass sie von dem Ventru irgendwie... Okay, die scheint echt... Also, die ist wirklich total aus der Vampire Society raus, wie die sich verhält gerade. Er hat kein Recht, mir eine Predigt zu halten. Könnte man auch echt... Ja, das würde eher zum Brucher passen, ne? Und der wird jetzt voll auf die Palme gehen, so ein Brucher, aber Er hat's herausgefordert. Siaka jumped down my throat. Was I supposed to let him take his nerves out on me? No, I'm sorry. That's not how things work, Bezori. We must all remain calm and accept any help we can get. Even from the most unusual sources. That's surprising to hear. Coming from a blue blood. At least your certainties come from a more solid source than a prophecy from a child of Malkov. You don't know what you're talking about. All I'm saying is that whatever the problem is, your hallucinations aren't gonna help us solve it. M kann glauben, was immer sie will, mir ist das egal. Dieses Mal ist es anders. Glaub nicht, dass ihr das egal ist. We're all in danger. When I awoke, I sensed a threat everywhere, all around us. I've never felt anything like it. Please explain. It was as if we were all going to disappear into chaos. But you're probably right. Boah, die Augen, Leute, hast du das gesehen? And her flair for the dramatic. Only time will tell. Cooles Charakterdesign für einen Markov. Ladies, sir, the prince shall see you now. Okay. M. Louis, rebellischer Star. Die Diva, die Bostons Nächte erhält. Es kann allerdings gefährlich sein, Licht in die Welt der Finsternis zu bringen. M. weiß das, aber es ist dir egal. Okay, wir können jetzt hier entweder freispielen. Ich denke, das ist jetzt hier Charakter-Creation mehr oder weniger. Ermittler. Tausendsasser. Wir gucken uns mal frei an. So. Charakterbogen. Zu Beginn einer Szene kannst du die Fähigkeiten deines Charakters mit Erfahrungspunkten verbessern. Okay. Diese Fähigkeiten werden in zwei Bereiche aufgeteilt. Charakterbogen, Disziplinbogen. Okay. Attribute. Jedes Attribut wirkt sich auf eine bestimmte Liste mit Fähigkeiten und Disziplinen aus. Attributen erhöhen die Siegenschancen, wenn es zu einem Unentschieden kommt. Wenn du sie verbesserst, senkst du außerdem die Kosten für Willenskraft für den Fokus. Okay. Der Einsatz von Kenntnisfähigkeiten kostet keine Willenskraft. Sie lassen sich durch das Verwenden von Fokus nicht verbessern. Ja. Hallo Kakko. Segende Nacht, ja. Dir auch, den Segen der Nacht. Wir haben noch keinen Gangrel getroffen. Skandal eigentlich. Haben wir schon, beim Tremere haben wir schon, Nosferatu haben wir schon, Ventru, Toreador und Malkaviana. So, hier machen wir überall ein. 130 verfügbare Punkte. Wir sind Toreador, wir brauchen hier was in Gesellschaft. So.
Geist Alter, schnell weg hier. Torik. Kann man die auch wieder wegmachen? Ja, okay. Einschüchtern? Nee. Überzeugen brauchen wir. Psychologie. Na. Was meint ihr? Konntest du den Clan am Anfang wählen? Nee, konnte ich nicht. Wir spielen ja auch anscheinend drei verschiedene Charaktere. Wir spielen ja anscheinend hier diesen Bentru, die Maikavianerin und hier die Toreador. Vielleicht kommen die anderen gleich noch mit Charakterbogen. Ach hier, guck mal. Disziplin müssen wir auch noch hier machen. Kosten 0. Weil wir das schon können, alles klar. War gar nicht so einfach. Ja, was wieder wegnehmen hier. Aber ich denke, hier, das ist 10 Punkte. Ich meine, das ist ein Computerspiel, ne? Wollte man nicht vergleichen mit dem normalen Vampire-Charakterbogen. Rhetorik brauchen wir auf jeden Fall. Und gesellschaftlich brauchen wir auch. So, dann lass ich mir auch nicht reinreden. So, Weisheit. Breites Spektrum an Wissen über Gesellschaft der Menschen und Vampire. Schulisches okkulte Wissenschaften. Schlussfolgern. Wiege den Willen des Gegners. Das Problem ist, ich habe jetzt irgendwie nicht so die Ahnung, wie genau er alles funktioniert, ne? Und was uns jetzt was bringt und was nicht. Geschwindigkeit aus Packs. Aha. Also ich denke, Auspex, wenn wir später nochmal bei der Malkavianerin haben. So, Geschwindigkeit, wenn wir sonst nirgendwo haben. Präsenz. Ich kann euch ja mal fragen, was würdet ihr hiervon steigern? Auspex, Präsenz oder Geschwindigkeit? Aber wir sind. Ja? Was würdet ihr machen? Also hiermit bekommen wir Präsenz plus 1 in Dialogen. Hiermit bekommen wir. Wäre für Präsenz, ja. Hiermit bekommen wir, dass wir Gegenstände gucken können. Also die Erinnerung von Gegenständen. Und hier bekommen wir keine Hungerkosten. Ankerpunkte in der Umgebung auf. Können wir uns halt schneller Taschendieb. Ich finde, das passt irgendwie nicht zu dem Charakter, wie er jetzt hier irgendwie dargestellt ist. Ne? Nehmen wir Präsenz. So, zack. Und dann haben wir noch 60 Punkte, die können wir hier wieder in die anderen Sachen reinstecken. Vertrautheit mit elektronischen Geräten. Definitiv.
Kostet doch kaum was. Sicherheit, Schlösser knacken. Na. Ich denke mal, hier ein bisschen würde sich auskennen in der Gesellschaft, vor allen Dingen mit Menschen. Psychologie, überrede andere dazu, was du willst. Das müssen wir eigentlich auch auf jeden Fall nehmen. Dialogwerte, reden. Okay. Schlussfolgern. Hinweise in der Umgebung, ja. Das können wir nicht mehr. Das ist zu teuer. Dann haben wir noch Punkte über, ne? Ich hätte schon gern hier noch einen zweiten Punkt drin. Dann kriegen wir noch 10 Punkte her. Technologie, finde ich, passt auch. Das passt eigentlich auch. Schwierig. Charaktererstellung ist immer schwierig, Leute. Ich hasse Charakter. Nein, ich mag Charaktererstellung. Überzeugen haben wir eh schon einen Punkt drin. Die Zeuer sind die Attribute oben. 35. Weil ich kann ja auch keinen mehr wegnehmen. Also ich könnte hier, klar, kann ich hier den hier wegnehmen. Dann kann ich hier noch, haben wir immer noch 5 Punkte über. Recht schwierig, die Unterschiede hiervon, ne? Aber das hilft mir ja auch, ne? Und das hilft mir außerdem bei der Präsenz. Also ich lasse es jetzt mal so, ich hoffe mal, dass man das hier sparen kann. Ah, guck mal hier, körperlich kostet nur 15, der nächste Punkt. Geistig nur 5. Hey, dann könnten wir das noch verwenden hier. Zack, zack. Dialogoptionen sind immer nice, ja, genau. Neben allgemeine Attribute scheint immer gut. Ja, ja. Wir spielen es einfach jetzt mal so und gucken wir mal. Ja. Hat mir das nicht angewählt? Ah doch. Okay, alles klar. Ich hoffe, wir haben das jetzt auch. Hazel. Delson. Come in, MM. I wanted to have a word with you. What can I do for you?
I'm glad you're here. It's been a long time since we last saw each other. Tell me, where were you tonight? Like everybody else, I suppose. At home, getting ready for the party. How fortunate you weren't running early. Why? What's happened? You know what the code red means. There was a breach. This is intolerable. These agreements were supposed to celebrate the power of my court. Instead, I've been made to look a fool in the eyes of my allies. We'll have to increase our diplomatic efforts with the warlocks. Send new emissaries to Osborne. What's that got to do with me? Don't you worry about that for now. We have more urgent matters to attend to. We bring Journey to me. Ja. Wieso? What do you want with her? I have a few questions I need to ask her. If mistakes were made, I need to know what happened. I'm sure that your friend will have a lot to tell me. Wir versuchen jemand ein bisschen hier gutes Wort und so. She hasn't done anything. Hazel, I'll be the judge of that. Wer denn sonst? Also, wenn sie das nicht macht, wer denn sonst? Yes, my prince. I'll be right back. I didn't bring you here just for that. I have something to offer you. I'm listening. It's about the Primogen Council. You know everyone who's in it. Beryl, Richard, Hilda. Their support was much appreciated after the disappearance of the previous prince. Quentin King. But now, they've become an obstacle. It's been going on for months. They systematically oppose everything that I do. It must stop now. Wir hören uns das erstmal weiter an. The Camarilla has faced many challenges in the past few years. Many of our strongholds have fallen. I won't let Boston suffer the same fate. But for that, I need loyal allies. Also, how would you like a spot in the Primogen? What? You've always taken care of your community, MM, without ever asking for anything in return. It might be time you took a leading role in the community's affairs. Hilda won't let you do it. She'll never see me as her equal. Being seated next to her child? She'll feel humiliated. I'm her prince. She will obey me. She's not gonna like it. I don't care. What I'm offering is much bigger than all that. What do you think? Jetzt mal ehrlich, Leute. Also, Toria der Küken zum Primogen zu machen, ist jetzt nicht der smarteste Move für einen Prinzen, würde ich mal sagen. Und dann auch noch sich das mit dem Primogen-Konzil zu verscherzen, mit dem man gerade sowieso nicht so gut ist. Ich fürchte, dieser Prinz ist nicht mehr lange Prinz. Aber wir sagen mal nicht nein, wir sagen mal, ich denke drüber nach. I don't know. I need to think about it. Time is of the essence. You're a businesswoman, MM. I know you'll be up to it. But we'll talk about it again soon. In the meantime. I know. Jay, I'm going to go see Sylvia first. I need to clear my head. Do it. You won't be able to hunt tonight. It's better to be prepared. Bring me Journey. I will. I have the utmost confidence in you, MM. Do not fail me. You can count on me. What the hell is going on? Sie scheint sich dem auch richtig bewusst zu sein, ne? MM, I'm happy to see you in one piece. Hey, Syl. I'd like some refreshment, please. Of course, I'll get you a glass. I was thinking more like a vessel. Oh, serve yourself. But try not to damage them, okay? They're all I've got left in stock. I get it, I'll be careful. I'm right here if you need anything else.
Die Jagd, sicheres Gebiet. In einem sicheren Gebiet kann dich niemand beim Trinken beobachten. Wo findest es, indem du deine Umgebung erkundest? Du kannst nur eine Beute gleichzeitig in ein sicheres Gebiet schicken. Guter Einspruch, Wagi, mit der Politik. Now's not the time to be thinking about that. We're not the only ones freaking out. Look around. Exactly. We've got to keep our wits about us. Got it? Yeah. Ist das da hinten? Nicht so schnell laufen. Langsam. Follow me. Yes, ma'am. Okay. Alles mit dem hier. Sorry, I'm a little out of it. Ach so. Ist jemand hier drin? Nö. Ist durchgestrichen, heißt das, dass wir den nicht ansprechen können dafür? Bleibt ja nur noch die Dame hier, ne? Aber die hat auch so ein komisches Zeichen. Do you need me? Hi. Do you want us to? Ich wüsste gern auch, wie das geht jetzt. Keine Ahnung. Do you need me? Did you need something? Gucken wir noch mal hier rein. Einstellungen. Bringt uns also nichts. F. Let me know if I can help. Ja, wäre ganz nett. Good evening. Ist schon peinlich, ne? Steht das? Ja, ja, mit F, aber das drücke ich auch schon die ganze Zeit, passiert nichts. The vessels are over there. Take whichever one you want. Vielleicht hier reingehen oder was? Aha. Heute wird dann sichtbar, wenn du dich hier näherst, um zu trinken, musst du ein sicheres Gebiet finden, dass du deine Beute locken kannst. Konzentriere dich auf isolierte Beute. Okay. Ah, jetzt sieht's besser aus. Komm her. Come on. It won't take long. Going. Der Kuss. Vampire nutzen ihre Kräfte, um die Beute zu berücken? Berücken? Oder zu überwältigen und ihren Hunger zu stillen. Trinkst du von deiner Beute, kannst du die Menge des entnommenen Blutes steuern.
Halte die Taste gedrückt, um festzulegen, wie viel von deinem Hunger gestillt werden soll. Drückst du die Taste nicht, dann lässt du sie erst los, wenn die Leiste voll ist, verliert deine Beute zu viel Blut und stirbt. Wenn du eine Beute tötest, erhöht sich der Verdacht. Okay. Ich wusste gar nicht, wie viel Hunger wir haben. Jetzt mal 4 Punkte. Hab nicht aufgepasst. Ah, guck mal, 3 geht doch noch. Erfahrungsbonus, Disziplin, phlegmatische Resonanz. Ah, jetzt haben sie die Resonanzen, haben sie aber auch. Das, was ich hier weggelassen habe. Können wir jetzt nochmal? Jetzt weiß ich nämlich, guck mal hier. Dann nehmen wir noch eine andere Beute. Trinken da auch nochmal von. Alright, Jay. Where are you hiding? War das nochmal? Come with me. Wenn schon, denn schon. Yes. Ins freies Futter gibt? So, jetzt haben wir, jetzt sind wir ja voll. So, und jetzt mussten wir Journey holen. Wer bist du? Ah. Hey, Abby. Hey, MM. It's been a while. Can I help you? Machst du hier? Do you still work for April? Well, aren't you rude? My loyalty is with the court. Seems like Bosley's leading you around by the nose, though. She's got some extra responsibilities, sure. But that's it. I have my own agenda. Mm-hmm. I'm not surprised. I've got to talk to Jay. You haven't seen her, have you? No. You should ask April. It's a good idea. Thanks for the advice. I've got stuff to do. See you later. What a shitty night. Do you think the code red will last much longer? I hope not. The faster I get out of here, the better. What? MM Lewis, the Black Rattler's Rose, is afraid of a handful of politicians? God, no. Wer nicht? Fine. Let me know if I can do anything for you. I heard the Prince put together a surveillance unit. Yeah, the cave. Mr. Leto and his team spend their nights there. It's just below us. But don't even think about going down there. It's only for sewer rats. Mach's gut, Laurendil. Miss Iverson has the top floor all to herself. Yes, that's where she's got her office for hearings, as well as her personal quarters. Miss Bosley is the only one who has access to them. I'm supposed to find Jay. Do you know if she's done talking to April? Huh, good question. I saw her earlier, but she wasn't with Miss Bosley. She went into that alcove on your right, but that was a while ago. Thanks. You might want to avoid hanging around with her, you know? I've heard stuff about her. I know, and it's not true. She didn't do anything, all right? Fine. Sorry. Did you need anything else?
Die Gerüchte gehen also schon steil hier. I know that perfume. Jay. Mhm. That's Jay's scarf. Ah, nice. Schnüffel. Wo ist sie? Where did you go, Jay? Yeah. Kann ich nicht weiter? Underwood and Fang. Bazaar's ears must be burning. Okay, in den Archiven war sie drin. Keltum and Lazarus. I smell gossip. In der Security war sie drin. Hat ein Computer irgendwas gemacht? Okay, alles klar. Auffällig. Mhm. April. Okay, ist aber wieder raus. Took the elevator to get here. Ah, nee, okay. So rum. Sind hier rein. War bei April drin. Mit zu April rein? Oh, you again. What do you want? April, have you seen Jay anywhere? You can't let her out of your sight for 2 seconds. The prince sent me to get her. I can't discuss that with you. Hmm. Ich werde niemandem was riskiert, Johnny. Okay. 32% ist nicht besonders gut. You can tell me. My lips are sealed. The only way I can make sure you don't talk is to keep my own lips sealed. Not that I think in a million years this is what happened, but what if Jay messed up somehow? What would happen to her? Depends on the mistake and how bad the consequences were. At best, the prince will be mad. At worst, destruction? Yeah, there's a good chance of that. Fine, I won't insist. If you see her, tell her I'm looking for her. Yeah, sure. What attitude? It's a good thing I was careful earlier. Hm. Spannend auf jeden Fall. So, wenn wir jetzt eben Security hier aufgemacht hätten, könnten wir hier vielleicht. Also, wir können auch so rein. Guck mal. Hm. Computer. Is it Kalasa? Jay always got along well with her sire. Lucky bitch. Suchverlauf wiederherstellen. Jay was looking for a file that Jara took from the archives. Interesting. Jara Dory 1919. Huh? Her last message to Abigail. Sonnenwendfeier 1998. Seite 3 sollte interessant für sich sein. Okay. The file.
wonder where they put it. That could be of interest to me. Lass sie ins Archiv, um sich dieses Pfeil anzugucken wahrscheinlich. Notiz lesen. Grummel, grummel. An Lazarus, nicht an mich. Meint, unsere ganze Willpower ist bald kaputt hier, ey. Aber können wir auch nicht. Hm? Nicht möglich. Hey, Fang. Good evening, Miss Lewis. Call me a man, please. Did you come with Caleb? Yes, but he's so very busy. You didn't happen to see Journey, did you? I'm sorry. I don't know everyone's names yet. Dann gehen wir jetzt da hinten durch den Vorhang. The trail ends there. Where could she have gone after that? Okay, wir kommen da nicht durch. Also müssen wir auf jeden Fall in dieses Archiv. Dann müssen wir also mit Lazarus reden. For a sucker, pretending. She just happened to be in the archives. And what did you say to her? I played dumb. I said, as you like, Miss Abigail Nomi. And I left. What did she take? A page from a file about an old party that she tore out. But why would she need that? Why now? I wonder. Das hilft mir jetzt aber auch nicht, hier reinzukommen, ne? Schwierig, schwierig. I'm sorry about before. I'm just a little edgy tonight. I know. This isn't the first time we've gotten in a fight over nothing. Your child, Imani. She was there. Still no news? No. Radio silence. And Hazel refuses to talk to me. I spent months kowtowing to those Hartford assholes for this agreement. If she has the info, now's not the time to hold it back. These Hartford guys, how well do you know them? Well enough. I won't let things end like that. I'm looking for Journey. Have you seen her? No, I'm sorry. I assume you've already tried her office? You told me you knew the Hartford Warlocks well. Yeah, some of them. I was in touch with their representative, Deneb. He was supposed to replace me on the council. You're leaving us? Not really. It's part of the agreement with the Chantry. Deneb and I were supposed to switch places. Why was Hazel doing business with them? She had plans for the blood market in the region. We were meant to be in charge of supplying high-quality blood. They were supposed to take care of stabilizing it. Or try at least. That's nuts. Has anyone ever tried it before? Never. That's why I'm worried. I don't give a shit about Hartford, but this project is really important. I understand.
Well, I'll leave you to it. I've got to find Jay. If I see Journey, I'll tell her you're looking for her. Ich gehe nochmal in das Büro zurück. Vielleicht hat sie da ja irgendwie eine Keycard oder sowas liegen, weil ich noch nicht geguckt habe. Aha. Club-Visitenkarte. Mr. Iverson, Mr. Coates, Mr. Underwood, Mr. Dolan, blablabla. Okay. I hope you didn't forget anything, Jay. Lebensmittel. Aber wieso sollte hier eine Keycard irgendwo liegen? I've gotta hurry. I'm not supposed to be here. Schlüsselkarte. Nehmen wir doch die. So, du siehst nix. Jay, what were you doing in the archives? A file about a party from a few years ago. It's the one Journey asked Abigail to look at. Das wissen wir eigentlich alles schon. A file about a party from a few years ago. Oops. The one Journey asked Abigail to look at. Dale. Gemäß den Wünschen unseres Prinzen, also der alte Prinz, wird diese 21. Dezember Einladungsbericht genehmigt von unserem Prinzen. Ablehnung wird nicht akzeptiert, jawohl. Page 3 was torn out. There are traces of blue ink on page 2. Page 3 was torn out. There are traces of blue ink on page 2. Blue ink, huh? Interessant, wie Auswechs hier funktioniert, oder? This paper must be from the archives. It's pretty old. This is the connection between the email and the file from the archives. Journey asked Abigail to meet her in an alcove at the bar. Abigail, we've got to talk. Hey. Disaster. Es ist ein Desaster. Can I help you? I told you I was looking for Jay earlier. And? And? I found the note she left you. I wonder what April would say if I showed it to her. You went through my stuff? Is that all you're worried about? No. It wasn't personal. Journey was in a panic. She asked me for the pass to get into Jara's apartment. Did she say why? Only that she was looking for evidence. I didn't really get it. Let's keep this between us, all right? April's got other fish to fry. I'll see about that. I'm going to find her.
Jara's apartment. That's on the Primogen floor. What was Jay looking for up there? 6. War ein Versuch wert? Okay, also damit tötet man die dann. Okay, ei. Das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte nur probieren, wie man das macht. No, ich wollte gar keinen umbringen. Sprach der Vampir. Okay, müssen wir jetzt mit leben. I told you to be careful. Sorry, I got carried away. It's all right. As long as it stays between us. But watch out. This kind of slip up could cost us big out there. I know. I didn't think I'd see you again so soon. Did you want something, perhaps? You haven't seen Journey, have you? She's not here. It would be a shame if you've showed up too late. Paar 4, ey. Und wir holen uns mal ein bisschen was von dem Willpower zurück. If you know something, just tell me. I'm teasing you. I haven't the slightest idea what has you in such. Okay, jetzt haben wir verloren, statt irgendwie was zurückzukriegen. Ich dachte, wir kriegen es zurück. I don't have time for this. I'm out of here. Okay, das System mal wieder nicht durchblickt. Super. Kaum noch Willpower. Yes? Miss Lewis. Okay, die können mir nicht helfen. This waiting, it's unbearable. Mal gucken, ob wir hier mit dem Fahrstuhl nach oben kommen. Anscheinend aber nicht. Hier geht's nach oben. Ah, okay, hier kommt auch die Duftnote wieder lang. Wie lädt sich Willenskraft wieder auf? Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass sich die wieder auflädt, wenn man Duels verliert, weil das stand da irgendwie eben, aber wahrscheinlich irgendwie nach der Szene oder so. Handlung ohne Wiederkehr. Ja, okay. You scared the shit out of me. How did you find me? You're really bad at covering your tracks. Are you alone? What the hell is going on? Shit, ma'am. It's a fucking nightmare. The code red is definitely because of the party. April told me Hazel was gunning for me. She thinks I'm responsible for this shit show. So, you're hiding in Drori's room? I'm looking for evidence. I saw that Jara had the file on the party. It's got all the contracts and stuff in it that will prove I did my job right. But I can't find them.
It was my only shot to defend myself against her. Hey, slow down. It's gonna be all right. They don't have anything on you, do they? No, of course not. I did everything right, ma'am. I was the one who rented the place. Same as always. Rooftop, away from prying eyes. I met with Richard to organize the vessels. I arranged for limos to be sent for the Hartford Chantry. I went through the same secure limo agency as usual. They're ours, so there's no risk. What the hell could have gone wrong? I don't know, but there's no time to think about it. Hazel wants to see you. And she asked you? Gewissensentscheidung. It's gonna be fine, Jay. I'm sure you can explain everything. I'm scared, ma'am. Don't worry about anything. I'm here. I'll follow you. Hoffentlich war das jetzt nicht der Tod von der guten Frau, aber der Prinz scheint jetzt auch nicht sonderlich. Ah, siehst du, jetzt haben wir schon wieder eine Charaktererstellung hier. Ah, wieder frei. Hat eben super funktioniert. So, was haben wir denn hier? Wir haben Disziplin. Ist immer wichtig bei Vampiren hier. Wir haben Beherrschung. Auspacks und Verdunklung, also auch hier V5, sehr gut. Verdunklung ist natürlich jetzt ziemlich nice hier. Sprach der Nosferatu-Spieler. Gegenstände vor den Augen der anderen verstecken, elektrische Geräte beeinflussen, dass sie Löcher nicht mehr sehen und verstohlene Maske einsetzen. Okay. 45 Punkte. Also sie braucht höchstwahrscheinlich hier sowas. Ich mache jetzt einen Nosferatu aus ihr, okay? Geistig geht da drauf. Das haben wir schon mit ihr einschüchtern. Geistig geht auch auf Beherrschung. 35. 60. Und schon können wir uns keinen zweiten mehr leisten. Absorbiert, oder? 20 Punkte. Das kostet schon 60.
Leisha, it's good to see you. Be good, sweetie. How was your reunion with Halsey? Thank you, Hazel. Your gift was wonderful. You shouldn't have troubled. You're welcome. We should never have kept you apart for this long. Good evening, Delson. Good evening, Leisha. How are you feeling? I feel great. Better and better since I got my little sugar fangs back. Wonderful. I haven't seen Richard yet. Does he know I've been released from the Institute? No, I'm the prince. It was my decision. He is your psychiatrist, but you don't need his permission for everything. He wasn't at the party, was he? I'm searching for everyone who's still missing. Don't worry about him. Thank you. Leisha, I know I can be frank with you. For 4 years, I have been working to heal the city's wounds. You've already helped me avoid traps in the past. That was a long time ago, you know? I can barely... You've helped me to foil conspiracies, make the right decisions for the Domain. You're not like the other children of Malkav. Quentin King knew that. The Mad King. I remember, yeah. I had you released from the Institute because your premonitions are the most detailed, the most accurate. I wanted them to help me understand the Chantry's hand more clearly before we signed our agreement with them. But this alert changes everything. I need to understand what's just happened. Did you sense anything, possibly about what happened tonight? Warum sollte ich sie anlügen? I saw images, but they had nothing to do with this party. It didn't make any sense. It was a long, white hallway. It's a little early for sure, but it's a good start. I'm sorry, I can't be of more help. Don't be sorry. There's something else you can do for me. Your discretion can still be of use to me. I need to be sure that none of the members of my council are going to take advantage of the situation. You don't trust them? You can never be too careful. You and Delson are the only two people I trust entirely. The members of the council have their council lodgings here. It gives them the impression that they have power, and it means I can keep an eye on them. I'm going to give you the key. Go and see if you find anything that could make me doubt their loyalty. Anything that might make me think there's something in the works. All right. Miss Drury burned the midnight oil to make sure this event was secret. I imagine there might be some evidence in the information she gathered. I need it. All right, consider it done. You've never disappointed me, Leisha. Please don't start today. Until then, I hope to have found more information. But above all, don't share what we've discussed with anyone. I don't need more gossip. Can I take Halsey with me? Of course. All right then. I'll be right back. Was meint ihr, Chat? Ist Halsey ein Vampir oder ist Halsey eine Einbildung? Das mit dem... Ja, du hast sie mir sie wiedergegeben. Finde ich ein spannenden Aspekt. Das heißt irgendwie vielleicht. Naja. Oha, okay. War also dabei.
careful. Shit, they're gone. Hmm. Mom, I'm going to Ritz's to see if he has my teddy. Okay. Come and find me when you're done. Let's see if Hazel was right. Did Jara leave anything behind? Schwer zu sagen, meint Vagi. Ich vermute, sie ist eine Einbildung. Ja, habe ich aber auch am Anfang versucht. Aber warum, wenn sie eine Einbildung ist, warum kann der Prinz ihr sie zurückgeben? Es wäre Minecraft-mäßig zu denken, sie wäre eine Einbildung. Aber so handelt sie ja nicht, ne? Ja. Was allerdings auch sehr klug wäre, in dem Fall, also die Toreador scheint ja bemerkt zu haben, dass da jemand verdunkelt ist und hat dann das Bild angefasst. Wenn sie das, also wenn sie wusste, ah, hier ist diese Seherin und ich fasse jetzt dann das Bild an, so ganz provokativ und trigger damit irgendwie eine Illusion, sodass sie danach geben muss, um dann weggehen zu können, irgendwas anderes zu machen zu können. Wäre schon eine spannende Überlegung. So, aber hier gibt es ja Sachen zu sehen. Also, wo bist du? Die Zeit ist gekommen. PWD gleich Ankunft. Okay. This thing's old. Does she still use it? Das ist auch mal kampfmäßig, oder? Hier muss Ordnung herrschen. A log with a list of everything that was checked for the party. Invoices, reservations, rentals. All from our network. It's journeys. That could be of interest to Hazel. Mhm. Nehmen wir mal mit. In der Ecke noch was? Ne. Computer? Betrifft Quincy Market. Ich überdenke nie etwas ohne neue Beweise. Wenn Sie welche haben, schicken Sie sie mir bitte zu und nicht über einen Computer. Sie wissen, was ich von Ihnen halte. Ich habe Sie bereits unterrichtet, dass ich ihn genauer untersuchen muss. Ich weiß, dass Sie mit meiner Theorie nicht einverstanden sind, aber ein fehlgeschlagener Angriff auf den Prinzen ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Könnten Sie Ihre Position noch einmal überdenken? Ah. 19, das heißt, es geht hier noch um den alten Prinz? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand in ihren Computer hacken kann, da sie ihr Passwort alle 3 Tage ändern. Außerdem dachte ich, sie bevorzugen handschriftliche Notizen. Haben sie versucht, auf meinen Computer zuzugreifen? Ich habe ein Signal aufgefangen, bei dem es sich offenbar um einen nicht autorisierten ausgehenden Anruf handelt. Könnten sie so bald wie möglich zu mir kommen, damit ich Einzelheiten mitteilen kann? Vielleicht meint der Prinz auch, damit den Gegenstand von der Tochter zurückgegeben wurde. Weiß nicht, aber wären Kindervampire wegen Maskerade nicht ein Problem? Auf jeden Fall wären Kindervampire ein Problem. Aber wenn sie sich verdunkeln kann, ist das Problem halt eher so auf Nosferatu-Ebene, ne? Ist halt irgendwie, wenn ihr Interview mit einem Vampir gesehen habt oder gelesen habt, da gibt es ja auch einen kindlichen Vampir, der, ich glaube, das ist eher psychologisch das Problem, wenn du irgendwann im Kopf erwachsen wirst und dein Kinderkörper aber nicht mitmacht. Das ist ja Folter. Und wenn dann dazu noch mal Kavianer wärst, das ist ja übelst. Aber da das Kind ja auch so handelt wie als wäre sie noch richtiges Kind,
Weiß ich nicht. Also es ist eine interessante, auf jeden Fall interessanter Aspekt. Ich tendiere momentan echt dazu, dass es eine Einbildung ist. So, ich verlasse mich auf mich selbst, um zu schützen, was geschützt werden muss. Und ich habe meine eigenen Methoden, um mich im ungemessener Neugier zu schützen. Wenn jemand versucht, deinen Computer zu durchsuchen, glaub mir, der Befehl kam nicht von mir. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Okay, es geht also doch um den jetzigen Prinzen. Ich weiß, dass sie die Durchsuchung meines Computers angeordnet haben. Müssen wir nicht den überwachen? Nicht nützlich. Okay. Breche auf zur Party. Überlasse Caius Leto die Verantwortung. Sie kennen das Verfahren. Sagen Sie allen Bescheid. Okay. Irgendwelche komischen Codes. Spannend. Wöchentlich Bericht zum Personenschutz. Nächtlicher Besuch von Mrs. Hazel Iverson in Begleitung von Dienstag. Frau und Kind sind für 2 Wochen nach Costa Rica gereist. 2-mal nächtlicher Besuch von Mr. Beryl Underwood. Mr. Moore wünscht sich mehr Privatsphäre. Haha. Rio Repo. Vielleicht hat der Prinz veranlasst, Medikamente abzusetzen und deswegen kann sie wieder sehen. Könnte sein. Immer schwierig, wie Medikamentenbenutzung halt bei Vampiren wirkt, ne? Also. Das machen da alle irgendwie ein bisschen anders. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da konkrete Regeln zu gibt, irgendwie in der Lore und im Pen and Paper Regelwerk. Aber wäre eine Möglichkeit, ja. Könnte natürlich auch sein, dass sie, sie sprach ja davon, dass sie 3 Jahre weg war, also vielleicht hat sie in Starre irgendwie gelegen oder so. Und vielleicht ist das die Vereinigung, ne? Das könnte natürlich auch sein. Ehestreit, natürlich. Was eine Dusche, Leute, ne? Riesen komisches Apartmentkomplex-Zeugs hier, aber dann so eine merkwürdige Konstruktion mit so einem heruntergekommenen Büro und einer Mini-Dusche. Das ist ja das Bild, was sie eben mitgenommen hatte, ne? Also bis jetzt haben wir eine entlastende Akte. Jara, ich hätte dir gern diesen Bund gegeben, auf den du schon lange wartest, aber ich kann mich nicht überwinden, dich dazu zu verdammen, meine Lage zu teilen. Keine Angst, ich werde mich niemals von dir abwenden, Jara, niemals. Wir sind auf ewig einander gebunden, wir sind eins, seit dieser ersten Nacht, diesem ersten Moment. Nicht kann uns jemals trennen, versprochen, Kay. It's a long time. Mhm. Ist hier sonst noch irgendwie was?
Irgendwas übersehen? Seht ihr noch irgendwas? Schreibmaschine habe ich ja. This thing's old. Does she still use it? Ich glaube, hier haben wir aber alles gemacht, Leute. Dann können wir hier mal weiterlaufen. Was haben wir hier? It looks like one of Richard's Rorschach tests. In green. Even with the color, I still see the same things always. Blood. Dieses Gelb ist auch das, was wir in unserer Vision ein bisschen hatten. John. Schlüssel verwenden. Nobody here. I'm going to be able to take a look around Dijon's. Musiker also. Sympathisch. Inventar. Und 2 ist Auspacks. Also kann ich das immer machen? Tarot cards. How fun. The Emperor, the Chariot, Temperance. Easy. Dijon is thinking about taking a trip. Azrael, hallo. You see me struggling with computer games. The Salem Gazette. Die Stadtverwaltung hat ein neues Zuhause für die Sisters of Salem in der Bibliothek von Salem gefunden. Die Anerkennung ihrer gemeinnützigen Arbeit als Vermittler unserer lokalen Geschichte. Die Organisation erreichte Bekanntheit durch jährliche Feiern zu Allerheiligen, dem Tag der Ehre der Toten und Märtyrer. Weit weniger bekannt ist jedoch ihr Einsatz für Menschen in Not während des restlichen Jahres. Hier finden Neuankömmlinge in der Region Jugendliche in Schwierigkeiten und ältere Bürger, die sich allein fühlen, Zuflucht. Die Sisters of Salem verfügen über ein umfangreiches Netz von Freiwilligen und jedes Jahr kommen etwa Dutzend neue Mitglieder hinzu. Das ist aber dann ganz schnell ziemlich groß. Unsere Gemeinde sollte stolz sein auf die Solidarität und die gegenseitige Unterstützung aller unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, von der Teilnahme an den Feiern bis hin zur Beteiligung an der sozialen und kulturellen Freiwilligenarbeit, die von dieser Organisation geleistet wird, erklärte die Bürgermeisterin nach der Stadtsratssitzung. Darüber hinaus verkündete sie stolz, dass ihr Partner im Monat zuvor den Sisters of Salem beigetreten war. Mhm. Die Einweihung ist für heute Abend in der Bibliothek Salem geplant, Einladung erforderlich. Raus wollen wir noch nicht. Just like New Orleans, this is definitely Dijon's place. He must have done a warlock ritual. Hmm.
aber für was? It's from an animal. And it's still fresh. Ja, wahrscheinlich von dem Viech da, ne? Well, well. What have we here? Oha. Sollte ich also öfters mal Auspacks nutzen hier, ne? Das Messer lag offensichtlich schon vor den Spritzern im Bad. Hm. Du meinst? Meine lieben Schwestern, ich hoffe, dieser Brief wird euch schnell erreichen. Die Lage ist kritisch. Es scheint, dass wir das Ziel eines größeren Zwischenfalls waren. Code Red wurde ausgerufen. Wir haben nichts von jenen gehört, die bereits zur Party gegangen waren, die unser Prinz für die Vereinigung organisiert hatte. Das könnte zu unseren Gunsten sein, denn es ist möglich, dass das Hartford Gildenhaus dahinter steckt. Obwohl ich bei der Aushandlung dieses Abkommens den Interessen meines Prinzen treu gedient habe, könnte diese neue Verdachtsmomente unsere Interesse in Bezug auf eine mögliche Allianz zwischen Boston und Salem dienen. Seid euch versichert, dass... He didn't finish his letter, but that'll be enough for Hazel to make up her mind about him. Wir haben noch nicht Jaras Informationen zum Fest, hm? Mal da in dem Raum auch noch mal mit Auspacks durchlaufen. Ne? Kessel, Rabe, Mais, Rabenmist, Maisstroh. Silberschlüssel, eigenes Blut. Messer, Kerzen, frisches Vogelblut, Versteckritual. Ah, der hat das... Okay. Der hat das Ritual durchgeführt, um die Nachricht zu verstecken. Aha, aha, aha. Kerzenschädel, eigenes blutgeopfertes Tier, Wiederherstellungsritual. Könnte auch das sein. One Arun, guten Abend. Wiederherstellungsritual. Ach so, für der... Ah, ja, okay. Schauen wir doch mal hier rein. Wir haben doch eben hier auch irgendwo da was bekommen. Verbrauchsgüter. Können wir die nicht angucken nochmal? Eins. Nostalgie und das Wiederlangen von Erinnerungen von Bildern aus einem Lächeln an. Stellt zwei Willenskraftpunkte wieder her. Okay, alles klar. Zutaten doppeln sich ja teilweise, ja. Ja, ja, ja. Ist also nicht alles so einfach, ne? Haben wir hier in dem Raum schon mal geguckt? Hier scheint aber nichts zu sein. So, dann gucken wir uns das andere nochmal mit dem Auspacks an. Das Bild. Uns hier nochmal mit Auspacks um. Aha, was ist das? Ach, das ist das, der Geruch.
den wir schon kennen. Sieh mal einer, guck. Hätten wir, ja? Verdunklung durchdringen. Kostet 2 Blut. Ja, mach doch. Warum kann ich das jetzt nicht machen? Fehlt noch irgendwas, oder was? Informationen zur Wiedervereinigungsparty. Zusammenfassung der Personalakten zum Gildenhaus. Fehlt dir 2 Blut? Nee, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich voll. Oder? Gleich nochmal gucken. Liste der Gefäße. Informationen. This is what Hazel asked me to bring her. Okay. Weiß nicht, ob man das machen kann, aber ich könnte ja mal gucken, ob man in diesem Spielteil nochmal runtergehen kann und von den Vessels trinken kann. Locked from the other side. Ernsthaft? Nicht weit genug in Auspex geskillt, aber ich hatte doch extra. Warte mal. Moment. Bin ich denn eben in dieses Menü reingekommen, verdammt. Auspacks mal aus, der Ton nervt. Wie bin ich eben da reingekommen? Also, okay, alles klar. Disziplin. Auspacks 2. Enthüllt die Aura eines, bietet die Informationen Art Resonanz. Ne? Mich auch nicht weiter. Der Prinz will diesen Flur unter Surveillance. Ich carrying out orders. Ja, ja. Welche Gespräche belauschen? Scheint nicht. Da redet irgendwer, ne? Vielleicht
Vielleicht sollte ich da nicht reinplatzen. This area is reserved for council members. Sorry. Aha. Ich komme also nicht runter, um Blut zu trinken. Können wir ein Ritual durchführen hier? Wir haben noch hier wieder Erstellungsritual-Dinge hier. Dijon is thinking about taking a trip. A bird. Dead. Der Brief. Hatten wir das schon oder hatten wir nur beobachtet? Ja, hatten wir schon. It's from an animal, and it's still fresh. Also das Einzige, was jetzt hier noch ist, ist dieses Kästchen. Dann nochmal versuchen. Da ist noch was. Oder? Ne, ist nur eine Reflexion. Kostet 2, ich habe 2, aber gut, das würde mich halt, ne? Kann wirklich sein, dass es an dem Blut liegt. Wäre echt tragisch. Spannend. Ja, dann müssen wir wohl diese eine letzte Tür ausprobieren, die wir da noch haben, wo die Leute sich unterhalten. War dieses Krokodil, wer würde denn da freiwillig pennen wollen, ja? Ein Hexenmeister würde da wohl pennen wollen. Oh, hier ist ein Fahrstuhl. Kann man da runter? Blut trinken gehen? Will man nicht. Hazel told me to keep a low profile here. This area is reserved for the prince and her primogen. Konnte mich doch auch verdunkeln, oder nicht? Verdunklung, Geschwindigkeit ist auf 2, siehst du mal. Aber die Option wird mir nicht angezeigt. Vielleicht geht es deswegen nicht. Shit. Hilda's in her office. She's going to see me. So nicht. Haha. Ich wusste, da kommt jetzt irgendwas. Darf's nicht auf null Blut kommen. Ja, genau, das ist die einzige Möglichkeit. Aber gut, wir hatten auch noch keine Möglichkeit zu trinken. I
I shouldn't get too close. She might be able to sense me. Why did you come back? Why? Other than to show that you're doing just fine on your own. If you only knew everything I've done for you. Mem. Elda's more concerned with Mem than she is with Hazel. I hope she'll be happy to hear that. Und? Primogen einfach mal offenem Tür einfach so da rumlaufen. Okay, was haben wir hier? Ja. Die Tür ist einfach nur so aufgegangen. Kein Grund zur Besorgnis. Es hat mich eben Blut gekostet, um das zu aktivieren, das zu belauschen mit Auspex. Das heißt, der Blutmeter füllt sich nach rechts hin. Also scheint es auch nicht an dem Blut gelegen zu haben bei dem Auspex eben. Dicke Vampir-Daddeln ab und zu mal auf dem Handy. Ist eigentlich nicht Camarilla-konform hier. Leider ist es mir nicht möglich, viele Informationen über die Zeit von Miss Feng in China zu sammeln, aber es wäre Zeit. Ziemlich typische Ausbildung, genau das, was man von der Oberschicht erwarten würde. Etwas überraschender ist, dass sie kurz nach ihrer Ankunft in den USA in der Wirtschaftsabteilung des MIT aufgenommen wurde. Dies ist zum großen Teil ihren Veröffentlichungen über die Blue Economy zu verdanken. Bla bla bla. Okay. Gleichzeitig verteidigt sie ihre Dissertation in Bayon Technology, deren Lektüre ich Ihnen empfehle. Wurde von großen Multinationalen. Okay. Könnte was damit zu tun haben, weil wir haben ja im Prolog irgendwie gehört, dass es irgendwie um Handel mit Blut geht und so. Eventuell gibt es jetzt irgendwie so Kunstblutzeug. Wie vereinbart unsere Zahlung? Danke für Vertraulichkeit. Sie tragen damit indirekt zu einer großen forensischen Entdeckung unserer Zeit bei. Falls Sie zufällig noch blutleere Leichen in gutem Zustand haben, die Sie uns anbieten können, lassen Sie uns das wissen. Ja, geil. Verkauft blutleere Leichen ans Medical Center. Unauffällig. Geht der Touchbildschirm überhaupt? Ja, kommt drauf an, mit welcher Technologie du das machst, ne? Windzug. Nichts passiert. Kein Grund zur Sorge. The speculative news from... Oh, he's about as fun as his reading material. Ja. Wenn ich schon so einen Kleiderschrank sehen würde, ne? Moin, du Meister der SLs. Wen meinst du? Mich kannst du nicht meinen. Aber danke, falls du mich trotzdem meinst. Zu viel der Ehre. Tja, irgendwie gibt's hier sonst nichts. Oder? Nee, Auspex habe ich die ganze Zeit an. Das heißt, ich müsste eigentlich auch Zeug erkennen können. Ah. Ugh, these suits. Beryl's as dead outside as he is inside.
Du bist hier der Streamer und ich darf dich doch so begrüßen. Du darfst alles, kein Ding. Mal gucken, was er auf dem Handy macht. Reden? Nee, nee, besser nicht. Kann ich nicht irgendwie sein Notizbuch angucken? Das wäre viel interessanter als diese komische Einladungskarte da. Ach man, die Limitierung von Computerspielen, ne? So, was gibt's hier sonst noch? Richard Dunham. Richard's apartment. He didn't change a thing, as usual. Heiko himself. Hast du einen Key bekommen? Nein, habe ich nicht. Ich habe mir das Spiel gekauft. Abgesehen davon machst du deinen Job als SL super. Du sagst einen Satz und es wird zum Selbstläufer. Ja, das machen doch alle SLs, oder nicht? Nee, das mit dem Selbstläufer funktioniert nur, wenn die Gruppe super ist. Oh, ah! Unser Kind. Ja, die sucht ja nach einem Teddy, ne? Mr. Teddy. Nicht öffnen? Warum nicht? Ah. Aha, jetzt kann ich's machen. Mr. Teddy. Nothing. Ugh. It's true that he always saves everything on old media. Warum kann ich Türen aufmachen in der Verdunklung, aber keine Schreibtischschubladen? Oha. He must be hiding somewhere else. 13 Mitglieder des Hofes litten mehrere Minuten lang an einer plötzlichen kollektiven Panik. Oha. Der alte Prinz forderte Untersuchungen. Ursprung unbekannt. Die Diener der erstgeborenen Wohnung summten eine Stunde lang dasselbe Lied. Okay. Die Diener in den Gemächen des Prinzen lachten eine Stunde lang hysterisch. Mrs. Hazel, unser Prinz, berichtet, dass sie während ihrer Rede eine plötzliche kurze geistige Störung verspürte. Mrs. Hazel, unser Prinz, forderte eine Untersuchung. Hm? Ursprung unbekannt. Mehrere Mitglieder des Hofes empfanden ein Gefühl des nahen Todes. Mhm. Die Diener in den Primogen... Warum haben sie das mit erstgeborenen Wohnungen übersetzt? Das heißt Primogen. Schreibtischschubladen sind kompakter und weniger zerbrechlich als Türen. Hm. Naja. Diener übergaben sich mehrere Minuten lang. Anwesende Gefäße hatten die Nacht hindurch unkontrollierbare Schreianfälle. Unser Prinz forderte eine Untersuchung. Ja, hier ist irgendwas, ist hier nicht ganz koscher. Hast du Teddy gefunden? Anscheinend nicht, ne? Auch hier sind es Tarotkarten. Mr. Teddy! Oh, a floppy disk. That's all Richard knows how to use. Maybe I'll find a way to read it.
Naja, da hat er einen Computer hier. Only Richard would still use that. Nothing. Ugh. It's true that he always saves everything on old media. Only Richard would still use that. Ernsthaft? Only Richard would still use that. He must be hiding somewhere else. Jetzt habe ich die Floppy Disk da reingeschoben und es passiert nichts. Irritiert von den verschwommenen. Nee, das ist Auspex. Ich laufe hier die ganze Zeit mit Auspex herum, um Zeug zu sehen. Ich mal ausmachen so. Zack. He must be hiding somewhere else. Übrigens spannend, wir haben unsere Verdunklung ausgemacht und sie läuft eben auch ohne Verdunklung rum. Konsultieren irgendwas wir benutzen. Übersetzung, ne? Danke, Rio Repo. Ich habe immer gedacht, das würde irgendwie hol irgendjemanden, der sich damit auskennt oder so. No, not there. Where are you, Mr. Teddy? Gevatter, Hallöchen, ja. Wie von Ihnen gewünscht, Mr. Underwood, meine Bullen zusammen mit Hartford Chimera durchzuführen. Können bestätigen, dass die Produktion verdreifacht werden kann, sofern wir den Betrieb in unserem Keller erweitern. Okay. Ich denke, es wäre klug, eine Reserve zu bilden und nur ein Drittel unserer Produktion für Hartford bereitzustellen. Für diesen Zweck werden wir auch einen temperaturkontrollierten Lagerraum zur Verfügung stellen. Was Ihre Fragen zur Praxis angeht, würde ich Sie bitten, die Formeln, die ich herausarbeiten konnte, nicht in Ihren Vereinbarungen zu inkludieren. Auch Mr. Unwood ist der Meinung, dass wir sie geheim halten müssen, um den Vorteil dieses Abkommens zu wahren. Wir finden beide, wenn sie überreden können, Tremere nach Boston zu schicken, um die Blutstabilisierungstests durchzuführen. Aber es geht wirklich anscheinend darum, ne? Blutherstellung hier. Was die industrielle Produktion von mehr als 400 Einheiten pro Woche angeht, bin ich eher vorsichtig. Aktuell bin ich in der Lage, alles allein in meinem Labor herzustellen, zu beginnen, mehr anzustreben. Okay. Ich hoffe, folgende Diskussion. Mr. Teddy. Spannend. Richard must have had a breakthrough, if Hazel's interested in it. Rasend schlecht übersetzt, anscheinend. Ja. Und wir können wir on the fly umstellen auf Englisch? Gucken wir mal, was es auf Englisch heißt. Consult. No, he's not there. Where are you, Mr. Teddy? Ist schon arg nervig, ne? Irgendwie dann die ganze Zeit das Kind da rum. Wo ist denn Teddy? Dann stellen wir wieder zurück. Mr. Teddy! How many hours have I spent sitting in this armchair for my therapy sessions? Ich frage mich auch, wer zur Hölle versucht, einen Malkavianer zu therapieren? Das müssen irgendwie irgendwie schon, Masochisten oder so sein, ne? No, he's not there. Where are you, Mr. Teddy?
So, hier gibt's noch eine Maske. Richard always liked masks. Like all children of Malkov. Okay, ein Malkavianer würde versuchen, einen Malkavianer zu therapieren. Ja, genau, genug Vater, ja, danke. Ja. Mr. Teddy! I see guilt. Richard often asked me. Quatschen wir nochmal mit dem Kind. Wo ist er denn? Hallo. He must be hiding somewhere else. Wo ist es denn? Da. So, did you find your Teddy? No, not yet. I'm not sure he's here. What about you? Did you finish your job for the prince? Yes, I found something that might be of interest to Hazel. Does that mean we're going back to see the prince then? Noch bin ich nicht fertig. Not quite, Pumpkin. I want to take another look around. You wait for me here, but be good. I will. Hallo Molokan. Ja, ich spiele hier mal was anderes. Hab gerade ein bisschen Zeit und dann kann man das ja mal machen. Meiner Familie geht's sehr gut, danke. Wir genießen das Freizeit. No, not there. Where are you, Mr. Teddy? So, ich denke mal, das war's. Ich würde ja ganz gerne hier die Floppy Disk auch wieder raus und wieder zurücklegen und so. Ich glaube aber, naja, das ist nicht vorgesehen. Oh, einen Moment. Ugh, impossible. It's locked. So. Also sind hier nur diese drei Leute hier drin. Die könnte mich rein. Theoretisch könnte sie mich sehen. Und die ist ja gerade auch etwas abgelenkt. Schauen wir uns hier doch nochmal ein bisschen um. Geht alles nicht. Die Verdunklung auch nicht lösen. Ist aber auch spannend, irgendwie, wie unterschiedlich die Apartments hier sind, ne? Einer hat wohl so ein Wohnklo. Okay. Mem und Hilda waren also mal ziemlich eng miteinander. Könnte also auch ein Ding sein, warum Hilda so dominant auftritt. Okay, hier können wir jetzt nicht dran, weil wir sind verdunkelt. Hm?
Tja. Lasst mich da durch. Geht wohl nicht, ja? Das Ding war auf der anderen Seite, ne? Warum kann ich das nicht durchdringen hier? Das ist echt gruselig. Brauche ich dafür noch irgendwie was anderes oder so? Was bedeutet dieser Nebel um den Kopf? Ich denke mal, dass es bedeutet, dass sie mich nicht sehen können, weil ich verdunkelt bin. Ja, Koali streamt, ja, aber ich mache auch gleich den Stream wieder aus, weil dann geht's Abendessen. So, ich glaube, wir haben aber hier jetzt eigentlich alles gemacht, was wir können, so, ne? Also, dann gehen wir jetzt mal zurück zu dem Kind und sagen dem, dass wir zum Prinzen zurückkehren können. Ich denke mal, dass das der Trigger ist. Übrigens auch spannend. Mr. Teddy! Ah doch, nee, okay. Das Kind kann uns also verdunkelt auch nicht sehen. Aber es entdunkelt sich genau in dem Augenblick, in dem wir uns auch entdunkeln. Und wir können es sehen, wenn es verdunkelt ist. Are you almost done? Yes, I found something that might be of interest to Hazel. Does that mean we're going back to see the prince then? Richte schöne Grüße aus. Guten Appetit. Ja, mach ich. Ja, komm, gehen wir. Let's go, Sugarfangs. Beschaffe Informationen über Barrett Underwood. Leisha. Okay, haben wir nicht geschafft. I'm all ears. Everything went all right. I knew I could count on you. Was Halsey a good girl? Yes, as usual. Good. Were you able to find anything interesting in Ms. Drury's apartments? Yes. There was intel she had gathered on the guests, including those from the Hartford Chantry. Hmm. Anything about their regent, Deneb Osborne? Yes. He seems to be obsessed with memory magic. Interesting. I gave everything to Delson. Thank you. I'll take a look at it later. Were you able to see or hear anything interesting? I had a vision. I knew you would. What did you see? Was I in your vision? I think it was me. My forehead was on fire. All right. Do you have any idea what it could mean? Not in the slightest. Are you disappointed? The important thing is that you're starting to have visions again. It happened when I was in Jara's office. I just found Journey going through her things. But she's not allowed to be there. Emem joined her almost immediately. What did they say to each other? I couldn't hear what they said. That's when I had the premonition. That's too bad.
But you didn't fail. I promise. Don't worry about it. Just focus on your visions. Hilda was in her room. She was acting strangely. What do you mean? She was whispering things, talking to a picture of a mem. Touching, but that's of no importance. Von einem Maikaff zu hören, dass sich andere komisch verhalten, ist auch komisch, ne? At Dijon's, I found a letter addressed to the Salem Chantry. Did he betray me for the Warlocks? I don't know. It just said that he's participating in your project, but that he would have preferred an agreement with Salem. Oh, I understand his recent allusions a little better now. I'm going to need to have a word with him. Go on. I also found that at Jara's, a file on the party. It's a record of everything Journey did. That could be useful. Give it to Delson on your way out. Anything else? That's all I was able to find. I knew I could count on you. Thank you, Laisha. Richard still wasn't there. Were you able to find out anything else? Yes. One of my servants just came back from his bar, the Red Salon, as that's where he does his research. I had hoped to find him there. But she confirmed that Dr. Dunham had gone to the party early with a few of his vessels. I'm sorry, Laisha. No. If he had been destroyed, I would have felt it. I have to go find him. You're the most discreet of all of us, it's true. But we have no idea what might have happened there. It could be dangerous. I won't be alone. Halsey will be with me. Of course. And one last thing. Dr. Dunham wasn't the only one there. There was also Miley, my child. Bring her back to me. Yes, of course. We'll leave right away. I wouldn't expect anything less of you. Thank you, Laisha. Spannend. Mir gefällt das Spiel bisher. Hättest du etwas über die Underwoods Beweggründe herausfinden können? Keine Fehlschläge. Hätten wir uns beim Underwood also noch mal ein bisschen besser umgucken müssen. Hier machen wir den Zeitstrahl. Downey schreibt, Freitag ist für mich wieder Splittertag. Bahamuts Ruf. Ja, nice. Viel Spaß. Hier unter einer Gruppe. Ich werde morgen Abend ein anderes Computerspiel hier für euch streamen. Nämlich eine Novel. Eine Virtual Novel im Aventurien. Und da habe ich tatsächlich vom Entwickler einen Key bekommen. Und kann das Spiel vor Erscheinung spielen mit euch. Schon mal ein bisschen reingeguckt. Es ist halt wirklich eine. Ein interaktives Buch. Werde ich auch nicht alleine spielen. Ich habe. Jemanden aus der Discord-Community, der mir dann irgendwie hilft, dass ich hier nicht wieder vor dem Bildschirm sitze und mit mir selbst rede. Es ist mal ein bisschen weird, finde ich. So, aber ich würde sagen, wir haben zwei Szenarien hier irgendwie gespielt. Und das soll es dann mal für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Vielleicht mache ich später am Abend den Stream nochmal an. Weiß noch nicht. Und spiele ein Stück weiter. Kommt drauf an, wie ich Zeit finde. Und wann geht's morgen los? Kannst du auf jeden Fall im Discord schauen. Da habe ich ein Event angelegt dafür. Morgen spielen wir um 18.30 Uhr ungefähr. Wolves of the West Wind heißt das Spiel. Danke für den Stream, guten Hunger, schönen Abend euch. Ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr mitgemacht habt.
und so zahlreich mitkommentiert und mitgefiebert habt. Und mir beim ich verstehe das Spiel nicht irgendwie zugeguckt habt. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir diese Box nicht aufmachen konnten. Also falls ihr da irgendwie noch was rausfindet oder so, lasst es mich mal wissen. Vielleicht hat ja irgendwie ein anderer Streamer das mal geschafft und irgendwie, keine Ahnung. Guten Appetit gleich. Danke, danke, danke für den tollen Stream. Bitte. Ohne lang zu schnacken, vielleicht bis heute Abend, aber sonst wird das Ding bestimmt irgendwann nochmal irgendwie anschmeißen. Morgen, wie gesagt, gibt's Wolves of the Westwind. Und am Sonntag gibt's auf jeden Fall auch wieder Pen and Paper mit Phileas und Saga. Danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Achso, könnte noch jemanden raiden, ne? Das soll man ja immer machen hier auf Twitch. Ich bin ja jetzt hier Gaming-Twitcher. Ich muss ja jetzt hier auch mal mich den Gepflogenheiten anpassen. Hier. Wo schicke ich euch denn hin? Habt ihr einen Vorschlag? Ansonsten müssen wir hier mal gucken. Ah, guck mal. Ich hab hier jemanden, der spielt Dungeons and Dragons. Da wollen wir auch hin. Da wollen wir doch hin. Dungeons and Dragons. Und richtet einen schönen Gruß von mir aus. Er hat nur ganz wenig Zuschauer, der arme Skeksis. Mach's gut. Tschüss. Schade. Wobei, aber ihr könnt ja auch mal